So Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Heute habe ich gesagt, gibt es den Hard Run mit Ata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 t
Boom. Boom. Und die Boom. Und das Babidi Boom. Ich frag mich ja, ob wir das schaffen werden, ganz ehrlich. Ich meine, ja gut, das Setup ist stark, aber wir haben kaum Range. Soll ich da noch weitergehen? Ach komm, auf den ersten Ebenen kann man das schon machen. Da kann man immerhin noch nützliche Sachen finden. Zum Beispiel Curse of the Maze, der nichts bringt, weil ich genau in den Raum komme, in den ich gegangen bin. Wow, sinnvoller Curse of the Maze. Welch sinnvoller Curse. Kann aber schon nerven. Wo bist du? Da bist du. Das war ein Fehler, da aufzutauchen. So, Falltür, Falltür, Falltür. Wie hoch ist die Chance dafür? Keine Ahnung. Ach gut, in die Räume kann ich jetzt immer rein. Das ist natürlich gut, gut, gut. Wow. So viel gleich. Nein, sag bloß. So, da ist ein Shop. Ich habe keine Schlüssel, ich habe kein Geld. Also was soll's. Oh, Bombensteine, auf die muss ich jetzt aufpassen. Das ist echt ein bisschen doof mit dem Leo. So habe ich mir das nicht vorgestellt. So, ganz vorsichtig. Nur die anderen. Nur die anderen. So. Okay, suchen wir den Geheimraum. Ich würde sagen, ja. Okay, ich muss ungefähr hier hinlegen. Der gibt mir hier jetzt einen Anhaltspunkt. Aber leider bringt es nichts. Nice. Vielleicht da unterm Boss. Da könnte auch sein. Oder halt, na, eigentlich nur unterm Boss. Es sei denn, sie sind ganz gemein und haben ihn irgendwo total... Hier könnte er auch sein. Und da ist er auch. Oh, das ist gar nicht so übel. Ah, verdammt, das habe ich vergessen, dass das passieren kann. Ah! Na, na, ja, die Pilze können auch furzen. Und dann kriegt man Schaden. Danke, Curse of the Maze, das ist wirklich sinnvoll. Es stiehlt mir nur meine wertvolle Zeit. Zeit ist wertvoll. Dingle. Dingle. Dingle, 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 dingle. Dingle, dingle, dingle. Oh Gott, er will chargen. Oh, oh mein Gott. Oh. Der kann für echt gefährlich werden, wenn man zu langsam ist. Da kann man ihm sehr schwer ausweichen. So ähnlich wie Gertie Jr. Oder soll ich eher sagen, Gertie, fick mich doch tot. Du bist ein Arschloch. Denn wer mag schon Gertie... Jetzt bist du tot, jetzt bist du tot. Gertie Jr. Niemand. Auch nicht du. Okay, ein schwarzes Herz, yes. Und Range und Shot Speed up. Na gut, das ist jetzt eher... Oh, der ist echt länger geworden. Ein bisschen. Na gut. Hey, Satan. Kann man eigentlich schwarze Herzen für als blaue verwenden? Ich glaube schon. Aber das werde ich eh nicht machen, denn das Item ist einfach nur... Genau das. Also wenn ihr das Item seht, denkt einfach dran, dass es... Und dann wisst ihr, was zu tun ist. Nämlich nicht aufheben. Ganz klar. Und das wieder ein Kursraum. Oh, das ist ja perfekt für mich. Die Kutte. Das gibt 3 schwarze Herzen. Ich würde mal sagen, die Bilanz kann sich sehen lassen. Ja, ich hätte Fool einsetzen können, nicht Depp. Ah, egal, 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 egal. Dann eben später irgendwann. Egal, egal, vollkommen egal. Mir ist alles voll egal. Alles egal. Wow. Explosive Scheißdinger. Ziehen ganze Herzen ab. Oh, hi. Ja, Shop oder du? Ich weiß nicht. Ich glaube eher du. Denn du beherbergst gute Sachen, das weiß ich. Also du kannst gute Sachen beherbergen. Aber rückst sie nicht immer raus. Oh. Tja, wer kann fliegen, ihr Bitches? Wer kann fliegen? Alter, die häufen halt mehr aus als Gertie. Okay. Geld, Geld, Geld. Jetzt kann ich, glaube ich, in den Shop und zum Bettler. Also in den Shop schaue ich jetzt auf jeden Fall rein. Hi, da ist die Leiter, die ich ungefähr sowas von 0% brauche. So. Denn ich kann fliegen. Hier, nimm mein Geld. Zum Glück verstampfe ich den nicht, das wäre echt mies. So, nimm mein Geld, nimm mein Geld. Jetzt gib mir auch was dafür. Ja, okay, aber vielleicht auch was zum Aufheben so. Weißt du Bescheid? So, Pickups, ja? Ich meine so Pickups. Ja. Ich frage mich halt echt, ob ich jetzt noch andere HP-Ups will, weil ich dann nicht mehr so ohne weiteres in die Curse-Räume, in die Boss-Challenge-Räume rein könnte. Wobei der eher eh immer nur Kacke drin ist. Ich glaube, ich werde HP-Ups einfach mitnehmen. Scheiß drauf.
Denn, dass ich so viel Glück habe, noch weiterhin so viele schwarze Herzen zu finden, das bezweifle ich eher. Und ich merke gerade, wir haben keinen Curse. Jetzt haben wir einen. Voll reingelaufen. Na toll. Oh, siehe da. Siehe da. Aber das ist ja auch ein normaler Raum. Da erlaube ich das, aber in einem Boss-Challenge-Raum. Da sicher nicht. So, und da ist auch mein Geliebter. Und noch eine Pille. Was bringst du uns? I can see forever. Nicht, weil wir den Curse haben. Oh nein, Pilze. Und noch ein Bomben-Item. Bob's Curse. Jetzt machen unsere Bomben Poison-Damage und verfolgen die Gegner. Cool. Coole Sache. Nur leider setze ich die Bomben jetzt nicht so auf dem Kampf ein. Weshalb das eher nicht so. Nicht so ist. Versteht ihr? Das ist nicht so. Doi! Oh, geht. Aber hätten wir jetzt irgendwie sowas wie... Oh, okay. Immerhin so geht das. Hätten wir jetzt... Oh Gott. Sowas wie... Oh, doppelt hält besser. Na, immerhin. Mal was Gutes. Ja, so viel dazu. Ah! Sorry, Kumpel. War nicht meine Absicht. War Durchfall. Den Satz zum fünften Mal anfangen. Sowas wie... Epic Feeds oder sowas, dann wäre es nützlich, aber momentan eher weniger. Naja, es bringt immerhin 5 Bomben. Warum hat die das überlebt? Hallo? Hallo, Leute, was ist denn mit euch los? Was habt ihr denn gemacht hier? Das sieht gar nicht gut aus. Wir gehen zur Boss. Boss, wo bist du, Boss? Oh, Top Secret Room, ahoi. Okay, der bringt mir gar nichts. Naja, er hat es immerhin versucht. Der Wille war da, der gute Wille war da. Hi, Chubbidi Babidi. Du bist kein Problem, denn ich habe einen Laser. Boom. Oh Gott, explodierende Made. Oh nee, doch nicht. Oh mein Gott. Okay, du bist vielleicht doch ein Problem. You are so fast, Chip. You are so fast. Stop being so fast, you little fuck. That's what you get. This is what you get. Meat. Damage und HP ab und weiter. Gut, jetzt kommen wir nicht mehr ohne weiteres in die Boss-Challenge-Räume, aber hey, was soll's? Oh mein Gott, nein! Aber damit kann ich leben, denn wir haben jetzt ein minimales Damage-Up bekommen und jedes Curse of the Blind, na super. Jedes Damage-Up nehme ich gerne an, denn Damage-Ups sind nie verkehrt. Niemals, hört ihr? Niemals. Oh mein Gott. Nein, ihr seid böse. Die sind nicht nur böse, die sind böse. Vorsicht, Leute, die sind böse. Die nicht, die sind eher so... Ja, die können schon böse sein, aber auf gar keinen Fall böse. So, immer schön Ausschau halten nach den Falltüren. Oh Gott, böse. Seht ihr? Ich hab's euch gesagt. Oh, noch mehr Pillen, geil. I can see forever, natürlich. Und Pheromonis, ich denke eher nicht. Hi. Oh, TNT, geil. Darf ich nicht berühren, sonst fliege ich in die Luft. Sehr schön. Leo, du bringst echt nur Nachteile. Sorry, aber... Nee. Echt nicht gut für mich gerade. So, Itemraum. Mystery. Crack the Sky. Okay, ein Spacebar-Item. Na gut. Da wir keins hatten, nehme ich das natürlich mit. Das kann etwas sehr Mächtiges. Zumindest es kann sehr mächtig sein. Es ist halt random. Aber wenn es trifft, macht es ungeheuren Schaden. Hi, Greed. Trotzdem werde ich es für den nicht einsetzen, sondern für den Boss. Ich könnte mich rausporten, aber hey, das ist viel Geld, sau viel Geld für den nächsten Shop oder den nächsten Bettler oder das nächste Arcade, das ich wieder schneiden werde, weil es immer zu... Ah, nein. Was? Wo kommen die Steine her? What? Wow, Greed, du steckst echt voller Geheimnisse. Okay, wir wollen hier runter. Da ist der Boss und der Top Secret Room bringt mir was Gutes. Aha, das kann gut sein, ist es aber nicht. Speed down und Pheromonies erneut. Na schön, gehen wir direkt zum Boss? Ich würde sagen, ja. Wer Boss? Oh, Dark One, oh shit, okay, dann setze ich mal gleich Crack the Sky ein. Hilfe. Nein! Wenn du mal stehen bleibst, jetzt. Crack the Sky, da ist Crack the Sky und das war's. Hat in dem Fall jetzt nichts gebracht. Das ist im Prinzip die Isaac-Attacke. Oh Gott. Ah, hör auf damit. Oh Gott. Die Flucht vor dem Schuss.
Touchst du dich immer, wenn du dunkel machst? Nö, anscheinend nicht. Und tot. Und auch nicht. Tot. Hallo? Weh, du machst mir noch Schaden. So, erneut ein Mystery. Moms Lipstick. Na, hurra. Zum Glück alle scheiß Boss-Items bekommen wir. Aber dafür ein Angel Room mit einem Mystery. Oh. Holy Grail. Na, super. Jetzt können wir fliegen. Wer hätte das gedacht? Und ein HP ab. Na gut. Immerhin das HP ab. Und wir leuchten. Ah, wir sind heilig. Ja, Holy Grail ist eigentlich ein sehr seltenes Item, zu Recht. Denn es gibt ja jetzt so viele Flug-Items. Seit Wrath of the Lamb gibt es echt sau viele Flug-Items. Also, naja, sau viele halt viele. Also, man kann auf jeden Fall sehr leicht fliegen in einem Run. Im Vergleich zu den Anfängen von Isaac. Und der Holy Grail ist deswegen ziemlich selten, weil er auch noch ein HP abgibt. Aber. Und jetzt werde ich mal den Fool einsetzen hier. Ah. Ich hab's gewusst, dass die mir Schaden macht. Wie soll ich denn Azad auch ausrichten? Die ist nicht über mir, nicht unter mir, nicht neben mir. Da muss ich irgendwo schießen. Komm. Das schwarze Herz will ich dafür nicht opfern. Und dann alles kacke. Diese verdammten Spinnen. Die sind echt böser, als man denkt. Aber nicht böse, ganz wichtig. Nicht böse. Nur böser, als man denkt. Oh, das war's. Ab in den Itemraum. Chemical Peel. Gibt einen Damage-Up, aber nur ein leichtes. Eigentlich würde man nur auf einem Auge mehr Damage machen, aber da wir keine Augen haben, sondern einen Laser. Oh, Batman. Ah, Batman. Ist das wahrscheinlich einfach ganz normales Damage-Up so. Und das Ding da oben explodiert. Nehme ich an. Wow, es ist weg. Oh Gott, nein, das macht sich unsichtbar. Shit. Okay. Spooky, spooky, spooky Gedärme. Rollende Gedärme, die sich unsichtbar machen können. Mein schlimmster Albtraum. Oh, shitty-dippity. Das will ich nicht. Das will ich wirklich nicht. Boom. Oh Gott, das ist blöd. Ich hasse diese Fliegen. Aber die Schüsse fliegen nicht mehr so schnell wie im alten Spiel. Zum Glück. Die waren auch viel zu stark manchmal. Und so kann man immerhin noch ausweichen. Oh, was macht das? Jetzt bin ich gespannt. Oh, wie geil. Das behalte ich. Geil. 51 Münzen und die Broken Watch. Hatten wir zwar schon mal, aber ich habe so viel Geld. Komm. I think it's broken. Egal, spenden wir noch ein bisschen. Komm, nimm mein ganzes Geld, bis du kaputt gehst. Das ging schnell. Geil, wenn wir jetzt noch einen Ranger bekommen oder halt den echten Brimstone, wäre das echt nice mit dem Laser. Und so deckt er mehr Fläche. Balls of Steel, das nenne ich doch eine gute Pille. Range up, na also, es geht doch. Jetzt geht's aufwärts. Ich spende, glaube ich, ein... Oh, die hatte ich noch gar nicht. Jetzt habe ich sie, die Bloodbag. Kann ausschließlich von diesen Maschinen spawnen, oder? Kann die auch in Itemräumen spawnen? Ich bin mir gerade echt unsicher. Egal, jedenfalls fliegt sie in die Luft. Wenn man einfach immer weiter... Wow, diese Ausbeute. Immer weiter spendet, kann es passieren, dass die Blutbag spawnt. Und die gibt natürlich... Wow, das sind viele Totenköpfe. Das wird ein Fest. Oder auch nicht. Erstmal das Feuer weg haben. Das schießt nämlich auf mich und ist böse. Ah, verdammte Türme. Ihr kommt aber auch echt oft, ey. The Emperor bringt uns zum Boss. Aber da sind viele schwarze Herzen drin. The Lovers spawnt Herzen. Ich hätte die Blutbank noch nicht sprengen dürfen. Naja, egal. Es sind echt so viele Karten drin immer. Und Türme, natürlich. Türme dürfen nicht fehlen. Da habe ich einen vergessen. Oh, die Rune of Hagala. Hagala. Cool. The Emperor oder The Emperor? Ich weiß ja nicht. Ich würde sagen, wir benutzen die Emperor und die Emperor lasse ich mal liegen. So, The Gate. Oh, shit. Ich mag dich nicht. Was ist das? Champion Gate? Champion Gate? Oh, ne, ihr seid lahm. Oh, die Watch. Okay, cool. Aber du spawnst diese kacke Leaper. Wow. Was zur Hölle? Was war das denn? Das fügt mir nur geringfügig Angst zu. Nur ganz wenig. Vor allem fügt Angst zu. Jetzt, stopp. Es reicht. Nein, er will lasern. Oh mein Gott. Er lasert seine Viecher da ab. Warum tut er das? Ist das eine Strategie? Ich bin gerade so froh und trotzdem laufe ich in sie rein. Bin gerade so froh, dass sie lahm sind. Oh, war da gerade Isaac drin? Und der Ledge Key. Luck up und zwei Schüsse. Okay. Und noch ein Angel Room. Womit habe ich das verdient? Ich bin doch Arzadaza. Und scheiße, ich kann nichts davon aufheben. Ist das nicht ein bitterer Anblick für jeden Isaac-Spieler? 3.
3 Soul Hearts und ich kann keins aufheben. Das ruft nur wieder ins Gedächtnis, dass sie die Herzen jetzt auf ein Maximum beschränkt haben. Es tut so weh. So unglaublich weh. Fast so weh, wie den mein Laser tut. Und ich finde das gerade echt geil, dass der Laser sich auch an die Worms anpasst, also an die Schussrichtungen. Wow, ein Eternal Heart. Noch ein HP für uns. Ja, das nehme ich mal. Die Chance, dass ich das verliere, ist sehr gering, sag ich mal. Da müsste ich erst all meine schwarzen und all meine blauen Herzen verlieren. Und wenn ich all meine schwarzen Herzen verliere, sind eh alle Gegner tot. Noch eine Karte. Die Empress. Das ist eine gute Karte. Wow, sie sind schnell. Oh mein Gott, schnelle Gehirne. Ah! Gymnasiastengehirne. Oh shit. Geister. Werden die auch angezogen davon? Ich glaube schon. Ist ja cool. Ganz viele Karten. Ein schwarzes Herz. Sehe ich gerne. Das überschreibt nämlich die... Oh Gott, der Raum ist echt nervig. Das überschreibt nämlich die blauen. Wow! So aber nicht, meine Lieben. So aber nicht hier. Zum Glück kann ich fliegen, ey. Das wäre echt mies. So, Bettler. Bettety-bettety-bettety-boom. Spawn was! Rune of Fogler? Ne, Rune of Terror. Abundance. Okay, das ist die neue. Abundance. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was Abundance heißt. Und ich möchte es ehrlich gesagt gar nicht so wirklich rausfinden. Ich traue diesen Runen noch nicht so ganz. Ich traue ihnen... Oh, ein HP ab. Hi. Traue ihnen noch nicht so ganz. Ich merke gerade, dass ich je mehr HP ab sich aufsammelt, desto mehr schwarze Herzen verliere ich. Aber das ist es mir wert. Weil ich bin mir sicher, dass wir nicht mehr so viele schwarze Herzen finden werden. Oder blaue. Ja, da möchte man sich an den Angel Room zurückerinnern. Gleich 3 blaue Herzen. Aber... Das Glück haben wir echt nicht immer, glaube ich. Und da habe ich lieber eine Menge rote Herzen, die ich auffüllen kann. Der kann auf eine Schlucht draufspringen, ernsthaft? Was ist das? Mysterious Candy. Achso, das ist das, wo ich furze, nicht wahr? Möchte ich nicht. Ich möchte den Wiggle Bomb behalten. So. Mich würde schon interessieren, was die... Ach, verdammt, was die Abundance macht. Aber ich traue mich nicht so wirklich voll. Was ist denn die andere Karte? Hermit. In den Shop. War ich schon. Brauche ich nicht. Da ist der Cursed Skull ein ziemlich nutzloses Trinket und ich nehme mal die Abundance mit. Einfach nur, weil wir sie noch nie hatten. Sonst würde ich natürlich die Empress mitnehmen, rein spieltechnisch. Aber wer weiß, vielleicht ist die Abundance ja das beste Item auf der Welt. Das weiß man ja nicht, das kann ja sein. Kommt jetzt mal an. Ah ne, wir haben ja den Emperor eingesetzt, stimmt ja. Habe ich jetzt alles? Ich habe jetzt alles, so wie es aussieht. Geheimraum suche ich mal nicht, obwohl ich mehr als genug Bomben dafür hätte, aber das dauert mir einfach zu lang. Das dauert mir einfach zu lang. Zu lang. Zu lang! So, Tiefen 2. Es sieht relativ gut aus. Wir haben immer noch... Oh, Crack, das Guy braucht ja nur noch 4 Charges, sehe ich gerade. Das hat früher 6 gebraucht. Wow. Das haben sie echt gut gemacht. Denn so gut war das jetzt nicht, dass es 6 Charges gebraucht hätte. Und jetzt braucht es nur noch 4. Gut gemacht, Entwickler. Gut gemacht. Icons wie Forever. Dann rein da. 3 mickrige Münzis. Naja, was soll's. Oh Gott, ich hoffe, wir kommen nicht. Ja, wir hätten jetzt auch zu Mom kommen können in den Bossraum. Dann hätten wir das Item übersprungen. Es sei denn, die Jera teleportiert. Das Wort ist so schwer. Teleportiert uns irgendwie. Ich glaube aber nicht. Das wäre auch ein Zufall. Da ist ein Boss-Challenge-Raum, in den ich nicht reinkomme, aber hey, ich komme drüber hinweg. Ah, ich behalte die Schlüssel mal für Shop und Itemraum. Oh Gott, explodierst du? Ja, du explodierst. Kannst auch früher Bescheid sagen. So. Komm schon, ein paar Range-Ups noch, das wäre es jetzt echt. Wow. Sniper-Turret. Ich glaube, die waren gerade geupspeedet, weil das so schnell geschossen hat. Und die Musik so komisch war. So. Ich wage ja zu behaupten, dass Azazel echt ein saustarker Charakter ist. Einige werden sich jetzt denken, ach, war es auch schon gemerkt. Aber man denkt ja erst, der kurze Brimstone schränkt einen ziemlich ein. Aber das tut er eigentlich gar nicht so. Nur Dummheit, die schränkt einen ein. Aber ich sag mal, sobald man ein paar Range-Ups findet oder überhaupt den normalen Brimstone, hat man eh ausgesorgt. Und Brimstone ist einfach ein saustarkes Item, kann man nicht anders sagen. Na gut, man hat keine roten Herzen, man hat schwarze, aber man kann rote Herzen aufheben. Und schwarze Herzen sind ja in erster Linie nicht schlecht, nur dass man halt keine feste HP-Basis hat, ist halt gefährlich. Wow, das war ein Champion.
Aber sonst muss ich sagen, der Charakter ist echt saumäßig stark. Ich glaube, der könnte durchaus ein neuer Main werden. Charm of the Vampire. Nicht so toll. Naja, jedenfalls apropos Main. Hahaha. Ich denke mal, jeder von euch wird das Spiel Super Smash Bros. Kennen. Das ja jetzt auch für die Wii U draußen ist, also schon einige Zeit, aber ich rede zum ersten Mal drüber, deswegen sage ich jetzt. Und Brawl habe ich auch sehr aktiv gespielt, also nicht in der Turnierszene oder so. Das ist übrigens die Map, die deckt die Map auf. Aber halt so privat sehr gern mit Freunden und so weiter. Und war auch gar nicht so schlecht, also meine Kumpels habe ich mal platt gemacht. Und ich habe da immer einen Charakter gemaint, nämlich Lukas. Und im neuen Smash Bros. Für die Wii U gibt es ja keinen Lukas. Aber jetzt habe ich ein Ankündigungsvideo gesehen, wo Lukas angekündigt wurde. Wie geil ist das denn bitte? Und was ist das für ein epischer Raum hier? Ich glaube, das ist die neue geheime Ebene, wenn man nach Satan... Na, wobei, das erzähle ich vielleicht wann anders. Ja, Lukas war immer mein Main. Und er ist zurück! Er ist zurück! Da kommt es wohl erst im Juni oder so, habe ich gehört. Also ich habe da, ehrlich gesagt, informiere ich mich da null. Ich bin nicht so der Trailer und Announcer, Gucker und sowas, also... Aber ein Kumpel von mir ist da sehr aktiv und der informiert mich immer freundlicherweise. Und heute Morgen, als ich aufgewacht bin, wurde ich gleich informiert darüber, dass Lukas zurückkehrt. Und er hasst Lukas so sehr. Vor allem wegen dem Up-Smash, weil er ja so stark ist. Weil ich damit immer alle fertig gemacht habe mit Lukas. Und ja, ich bin so froh, dass er zurück ist. Ich meine, Ness ist auch nicht schlecht. Ness war halt dann mein jetziger Main in Super Smash Bros., aber... Gegen Lukas gibt's einfach nichts. Nichts, hört ihr? Lukas ist einfach best. Best, best, best. Und dabei nicht, weil er der stärkste Charakter ist oder so, sondern weil ich einfach, naja, eine ganz besondere Bindung zu ihm habe. Denn durch Smash Bros. Habe ich sozusagen Mother kennengelernt, also die Mother-Reihe. Und sie hat sich zu einer meiner Lieblingsreihen entwickelt. Also als allererstes habe ich Mother 3 gespielt. Das ist jetzt mindestens schon 5 Jahre Scherz oder so. Und das war einfach so geil damals, dieses Feeling. Ich habe zuerst das als Let's Play gesehen. Das war übrigens mein allererstes Let's Play, das ich gesehen habe, von Alligator1024. Den jetzt viele nur noch als Iblali kennen, leider. Also nichts gegen seine neue Tätigkeit oder so. Aber also wer seine Let's Player-Vergangenheit nicht kennt, der kennt ihn nicht wirklich. Also wer ihn nur als Iblali kennt, das ist irgendwie Verschwendung. Denn ich fand, er war der beste Let's Player. Damals. Mein Lieblings-Let's-Player war er jedenfalls. Und das ist die Champion-Mom, die einfach nur zum Ficken kacken ist. Oh! Leck mich am Arsch. Hier, frisst das. Kann das wenigstens einmal treffen? Alter! Viel zu schnell, Gerard! Das hat nichts gebracht. Okay. Wo war ich gerade? Ja, also mein erstes Let's-Player auf YouTube war Mother 3 von Alligator1024. Ich war eigentlich nur nicht weitergekommen im Spiel. Also ich wollte nachschauen, wie es weitergeht. Und klickte dann auf so ein Video und hatte gar nicht erwartet, dass jetzt jemand anfängt zu reden. Habe ich dann erstmal voll erschrocken, dass da jemand redet. Denn ihr müsst wissen, ich wusste ja nicht, was ein Let's Play ist zu der Zeit. Hatte gar keine Erfahrung. Und dachte mir, wow, da redet ja einer, Hilfe. Und die kleine Bitch nehme ich nicht mit. Und ja, war dann erstmal, wow. Ein geslowter Satanraum, sehr sinnvoll. Oh Gott, ich will das haben. Ich will das haben. Ich will das. Ich will das. Das will ich nicht. Ja, und ich war dann sehr erschrocken, dass da plötzlich jemand spricht. Und dann fand ich es echt so lustig. Also ich wollte erst sofort wegklicken, weil ich so dachte, naja, das will ich nicht sehen. Ich will einfach nur sehen, wie es weitergeht. Und dann fand ich ihn so lustig, dass ich einfach dran geblieben bin. Und das war mein erster YouTuber, den ich so aktiv verfolgt habe. Oh Gott, nein, das will ich nicht machen. Aus den Steinen können ja Schüsse spawnen, das wissen wir. Und das hat deswegen eine ganz besondere Bedeutung für mich. Mother 3. Ist übrigens ein sehr geniales Spiel. Es sollte ja ein Deutsch... Wow. Das war Glück. Es sollte ja ein Deutsch-Patch rauskommen, beziehungsweise jemand hat privat daran gearbeitet, aber der hat wohl eher keine Zeit mehr dafür, leider. Also scheint sehr inaktiv zu sein. Und ja, klar, es ist viel Arbeit, aber es ist halt schon schade, weil ich dachte, wow, Mother 3 mal auf Deutsch. Es gibt zwar ein Englisch-Patch, sonst gäbe es nur auf Japanisch. Es ist ja... außerhalb von Japan nie rausgekommen, leider. Nur der zweite Teil, Earthbound. Und, fand ich sehr schade. Und deswegen fand ich es umso geiler, dass jetzt ein Deutsch-Patch rauskommen soll, aber... da steht wohl leider noch in den Sternen, ob der jemals erscheinen wird. Leider. Ich wollte ja Mother 3 auf jeden Fall auch Let's Playen. Aber wenn dann auf Deutsch, damit ich nicht alles übersetzen muss.
Und ja. Leider wird das wohl nix. Aber vielleicht irgendwann auf Englisch. Denn das Spiel ist einfach so geil, das muss ich einfach let's playen. Das hat vor allem so eine besondere Bedeutung für mich. Deswegen hatte ich das eigentlich schon vor, ja. Es soll ja echt ein fanbasiertes Neues rauskommen, Mother 4. Alter, Bitch. Was ich auch sehr geil finde, war ja angekündigt für Sommer, glaube ich, Juni oder so. Es gibt schon einen Trailer auf YouTube, schaut einfach mal, Mother 4. Ja, finde ich, Alter. Wie die auch so zusammengekauert spawnen und dann plötzlich ausweiten, ey. Mies, richtig mies. Ja, es gibt schon einen Trailer auf YouTube. Oder einen Trailer, ich weiß nicht genau. Wo ihr Mother 4 sehen könnt. Also das ist ja nur ein Fanspiel. Aber sieht auf jeden Fall verdammt geil aus. Also auf jeden Fall verdammt hochwertig auch. Und da freue ich mich echt schon richtig drauf. Ich habe alle Mother-Teile gespielt, außer den ersten. Weil der erste halt ziemlich, naja, also... Er ist nicht, Alter, jetzt nehme ich aber Schaden hier. Er ist nicht schlecht oder so. Aber, naja, er ist so verbuggt und auf dem Emulator und alles. Deswegen habe ich mich da auf Earthbound und Mother 3 beschränkt. Und Earthbound ist auch verdammt geil. Es hat sich ein knappes Battle geliefert. Und es wäre eigentlich auch besser als Mother 3, wenn... Naja, so will ich das auch nicht sagen. Also, Mother 3 wird für mich immer das Beste von allen bleiben. Weil es einfach vom Feeling her und von allem... Ja, was ganz Besonderes ist. Hört sich voll sentimental an. Aber ja. Jetzt habt ihr mal so ein bisschen Backstory zu Decuties Let's Play Vergangenheit gehört, die nichts mit meinen eigenen Let's Plays zu tun hat. So, Stars bringt uns nichts, weil es keine Itemräume mehr gibt. Und Conquest. Oh, holy moly. So, mit deiner eigenen Waffe, du Bitch. Ja, der kann nämlich auch diese Laser spawnen. Und alter Schwede, die Attacke haben sie verstärkt. Hätten sie gar nicht gemusst, die war schon stark genug. Oh Gott. Ich warte ja nur drauf, dass so Schüsse spawnen aus den Steinen. Ich warte ja nur drauf, weiter, das war sauknapp. Hier, frisst das. Oh ja, das hast du verdient. Jetzt kommt die Random-Attacke. Geil. Der man nicht ausweichen kann, weil sie random-basiert ist. So, und jetzt stirbst du. Bitte. Gerade noch so erwischt. So, das weiße Pony. Wir können fliegen und... na gut, fliegen können wir sowieso. Wir bekommen echt 10 Flug-Items, wenn wir sowieso fliegen können. Das ist echt ironisch. Und können so chargen. Boom. Und dabei diese Strahlen beschwören. Ist also genau dasselbe wie das Black Pony, nur dass wir Strahlen beschwören. Und das macht halt schneller. So. Also das Black Pony macht auch schneller. Okay, letzte Ebene. Naja, wohl, wir wollen ja zu Satan. Also vorletzte Ebene. Und das sieht echt gut aus. Das können wir schaffen, das können wir locker schaffen. Oh, was hätten wir denn da? Eine verschwendete Yellow Poop. Yellow Poop vor allem. Rainbow Poop. So, das ist ja gar kein Problem hier. Denn ich habe ja 10 Flug-Items. So, Pille. Keine Pille. Okay, komisch. Und wir haben diesen verdammten Curse of the Unknown. Oh, shit. Naja. Ich werde den Boss schon finden. Bis jetzt habe ich ihn immer gefunden. Immer. Oh, hi. Ja, was soll ich noch erzählen? Ja, Mother 3, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, holt es euch für den Emulator. Es gibt ein Englisch-Patch. Das Spiel ist echt nicht so schwer zu verstehen. Und es ist vor allem, das war sauknapp, vor allem verdammt geil. Story, Gameplay, Gegner, Kreativität, einfach muah, eine Delikatesse. Jetzt bin ich da zum dritten Mal reingelaufen, oder? Ja, aber genug von Mother 3, wir spielen ja Isaac. Isaac, ein ebenfalls saugeiles Spiel. Was, du lebst noch? Du bist ein Champion, oder? Ich glaube, du warst ein Champion. Da ist wieder ein Champion. Alter, zu viele Projektile. Ich renne aber auch zu mutig rein teilweise. Und das ist nicht mehr mutig, das ist einfach nur noch dumm. Und unvorsichtig. Kannst du mal bitte in meiner Nähe spawnen, du Pissnäkel? Wo bist du? Erwischt. So. Wir verlieren echt sau viele Herzen. Oh Gott, fehlst du da? Fehlst du da? Fehlst du da? Du hältst so viel aus. Fehlst du da? Du hast bestimmt 10 HP oder so. Das ist echt Vernichtung. Und ich finde den Laser immer noch verdammt geil. Dass der so Kurven schlägt. Das feiere ich. Was er wohl beim Ringworm macht, das wäre ja auch mal geil zu wissen. So, da komme ich nicht hinein, aber ich komme drüber hinweg. Wie über so vieles. So. Und so. Ah, oh Gott. Nein, du wirst mich nicht verletzen. So. Ich würde sie ja alle zerstören, aber... Da war ein blauer Stein, den habe ich sogar gesehen. Haha.
Aber ich möchte keine Schüsse riskieren. Wobei, vielleicht kann doch nur aus diesen Polypen hier Schüsse spawnen. Bin mir nicht sicher. Ist hier ein blauer Stein? Die sind schwer zu sehen. Ich glaube, das ist einer. Ja, das war einer. Houtgoof macht uns schneller. Houtgoof vor allem. Goatgoof, oh Gott. Houtgoof. Hashtag Houtgoof. Brauche ich aber nicht. Da behalte ich lieber den Worm. Und der Worm macht Spaß. Der ist funny und so. Voll funny. So. Diese Würmer sind nicht funny. Und ich möchte gerne endlich den Boss finden. Wo ist der Boss? Schnellstens bitte. Brauche nicht ewig Zeit hier. Oh! Alles für mich eingespawnt, Alter. Soll ich da denn ausweichen? Ich verliere jetzt gerade echt Herzen wie ein Champ. Also wenn es so weitergeht, schaffe ich das echt nicht mehr. Das wäre einfach traurig. Blauer Stein, blauer Stein, blauer Stein. Die sind echt schwer zu sehen. Hier sehe ich keinen. Gut. Nein! Oh, voll durch meinen Kopf durch. Hat aber nicht getroffen. Das hat aber getroffen, Alter. Da werde ich schon nicht getroffen und dann nutze ich es nicht mal. Oh, und da ist der Boss. Oh Gott. Ja, das sieht jetzt gar nicht mehr so gut aus. Nein, das sieht echt gar nicht mehr so gut aus. Und das macht mich traurig, vor allem ich habe kein Protector-Item. Ich habe keinen Schutz vor Projektilen. Oh Gott, Augen. Ja, ich bin Azazel, Penner. Ja, ja, ist ja gut. So, und mein Laser ist auch so kurz, das heißt, ich muss nah ran. Was ein bisschen blöd ist, oh Gott. Alter, ich hatte echt noch nie keine Protector-Items. Das ist echt anstrengend. So. So. Oh, oh Gott. Da durchzukommen ist auch eine Kunst jetzt. Teratoma, schnell töten. Oh Gott, ich spawn ganz viele Spinnen. Oh! Alter, wie viele waren das denn gerade bitte? Ja, ist ja gut, ey. Alter, wow. Kannst du das bitte mal vorher ankündigen? Ist ja echt mies. Kommen jetzt die Laser gleich. Da, ja, genau. Alter, wie soll ich denn da ausweichen? Ja, du brauchst gar nicht so blöd lachen. Ah, ich bin gleich tot. Ah! Rap, Baby, nein, mal hin. Oh Gott. Okay, wir sind sowas von am Arsch. Hier waren doch sicher irgendwo Herzen, komm schon. Irgendwo waren hier Herzen. Lass mich erzählen, dass hier keine Herzen waren. Da ist ein halbes, okay. Ja, jetzt sind wir so ziemlich gefegt. Ja, finde ich schön, finde ich schön. Ich werde nicht auf jetzt in... Ah, da sind Herzen. In irgendeinen Raum rein, wo noch Monster sind und dann werde ich sterben. Echt keine blauen Steine mehr. Gar keine mehr. Okay. Ja, so kann man einen eigentlich erfolgreichen Run in die Tonne schmeißen. Oh mein Gott, da hätte eine Schüsse rausbauen können. Fuck, ich bin so unvorsichtig. Ja, in die Kathedrale werden wir wohl, denke ich, eher nicht gehen. Wir versuchen es mit Satan, obwohl das... Oh Gott, oh Gott. Warum musste das geschehen? Wobei, ich glaube, die Ebene wird das größere Übel als Satan selbst, aber... Oh mein Gott. Sieh sich einer diese nice Ebene an. Ich wette, er ist unten. Weil das der weiteste Weg ist. Oh, heilige. Heilige. Ah. Wow. Wow, wow, wow. Ganz vorsichtig, Leute. So. Daran ist bestimmt dieser Leo schuld. Nur der ist daran schuld. Hab's gewusst, Leo. So. Nichts drin. Nicht mein Herz. Oh Gott, geil. Alter, er spawnt genau in meinem Weg. Genau. Wie mies auch, wie mies. Nein! Oh Gott. Geister. Weißbrot! Weißbrot. Ah! Tötet das Weißbrot. Ich esse nur noch Vollkornbrot. Oh Gott, ein Boss, den wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Alter. Spuckt Spinnen nach mir. The Wretched. Das ist eine Alternativform zu... na, wie heißt das Viech? Jetzt fällt mir das Viech nicht ein. Wie heißt das Viech? Na, die Spinne halt. Oh Gott, wie heißt das? Fällt mir gerade echt nicht ein. Der Boss aus dem Basement halt. Die Spinne. Ja, wir bekommen den Schlüssel. Das ist sehr freundlich. Außerordentlich freundlich. Was anderes würde ich mir echt gerade nicht wünschen. Außer Schlüssel. Wow! Oh Gott. Oh Gott. Mach das nie wieder. Und ich hatte recht. Seht ihr? Immer das, was am weitesten weg ist. Ist in der Regel richtig. Alter. Diese Würmer. Ich treffe sie nicht. Jetzt. Wow. Nein. Nein. Tot. Und tot. Okay, die Ebene ging ja. Da ist ein blaues Herz. Na, immerhin.
So, jetzt stehen wir wieder im Zwist. Gehe ich zum Boss und versuch's mit meinen 4 mickrigen Herzen oder suche ich die Ebene ab, riskiere eventuell den Run, aber finde vielleicht noch Herzen oder sowas. Das ist echt nicht leicht, das ist echt nicht leicht. Ich glaube, ich versuch's Rambo-Style. Komm, komm. Die Ebene wird mich zerpflücken, glaube ich. Wir versuchen's einfach. Wir versuchen's einfach. Ja, ja, Schnauze. Oh, gerade noch so, gerade noch so. Gott sei Dank, ich werde jetzt auch Bomben einsetzen. Und davon habe ich echt genug und die machen so viel Schaden, vor allem Gift und alles. Alter! Bitch! Ja, hier, für dich. Schmeckt's, ich hoffe doch. Stirb jetzt bitte. Danke. Hier, frisst mehr Bomben, Satan. Alter. Ja, ja, Laser du nur. Warum laufe ich da rein? Bin so dumm. Ja, lasern kannst du. Lasern ist gut. So, wir sind echt bis zur zweiten Phase gekommen. Ich bin überrascht. Wurm! Wo sind deine Füße, Satan? Gib mir deine Füße. Oh Gott, wir können das echt schaffen. Komm schon, auf die Füße. Oh! Oh! Komm schon! Please! Dein Fuß, wo sind deine Füße? Alter. Nein, nicht die Bombe auf mich! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Oh Gott, mein Herz! Mein Herz! Oh, the Demon Tail, okay. Und the Negative, oh Gott. Ja, das Negative ist sehr wichtig. Aber dazu ein andermal. Oh Gott, wir haben es geschafft. Oh Gott, mein Herz. Mein Herz. Ich pack das nicht mehr. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Wir haben es echt geschafft. Okay, beim nächsten Mal gibt es dann Challenge Nummer 7. Eine sehr schöne Challenge. Suicide King. Das wird ein Riesenspaß. Das kann ich jetzt schon versprechen. Okay, Leute, ich würde sagen... Danke, dass ihr bei diesem sehr nervenaufreibenden Run dabei wart. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.